Okay, ich sag schon mal willkommen, auch wenn ich noch alleine bin. Das ist jetzt der zweite Versuch, den Stream zu starten, nachdem er eben irgendwie abgebrochen ist. Okay, die ersten drei kommen gut. Laut Anzeige, da ist er wieder, genau. Läuft jetzt wieder. Ich hatte die ganze Zeit eine Fehlermeldung mit, dass die Internetverbindung unterbrochen ist, obwohl ich im WLAN war. Ich konnte mit euch ja noch chatten, aber irgendwie hat der Stream scheinbar nicht mehr funktioniert. Ich weiß nicht wieso. Tut mir leid. Ja, okay, cool. Er kommt langsam nach. Sehr schön. Ich weiß nicht, was es ist. Chrome hat gesagt, es gibt kein Internet, obwohl ich mit euch chatten konnte. Also ich weiß nicht, an was es lag. So, wir mobilisieren uns einfach mal weiter. Ich hoffe, die Leute, die jetzt auch langsam nachkommen, werden sich auch weiter mobilisieren. Wir sind hier noch warm, genau. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Wir waren bei den Knien, glaube ich, letztendlich angekommen. Ich gehe noch ein bisschen runter. Sehr schön, genau. Also wir waren bei den Knien. Wir machen so ein paar Squats und lassen dann die Fußgelenke kreisen. Genau. Noch. Ja, 84, du hast recht, Thomas. Ich habe das irgendwie. Ändere ich nachher noch um. Danke für den Hinweis. Ich habe es einmal reinkopiert, dann vergessen. Genau. Wir machen noch eine Mobilisierung, die ich letztens im Netz gefunden habe. Bei Kali Move, die ich ganz cool finde. Und die mir ein bisschen von der Wendigkeit jetzt auch schon geholfen hat. Also wir stellen uns hin, Füße ungefähr schulterbreit, machen einfach einen Squat, führt die runter, die Fußgelenke bleiben am Boden. Dann krabbe ich nach, soweit der Körper nicht, dann müsst ihr halt ein bisschen weniger tief runtergehen, Hauptsache die Füße bleiben am Boden. Aber geht so weit runtergehen. Dann krabbe ich nach vorne, dass ihr eine Art Liegestützposition wird. Dann macht man seitlich, führt ihr euren rechten Arm an die linke Ferse. Wenn ihr da hinkommt, wenn ich dann einfach in Richtung so weit tut. Wichtig ist, dass die Füße am Boden bleiben. Dann die linke Hand an die rechte Ferse oder soweit ihr kommt. Dann kann man ihr Herz nach vorne und macht noch schön die Kurve. Und dann wieder nach vorne, nach oben. Wieder ein Squat. Vier Füßlerstand. Wir gehen Richtung Ferse und machen die Kurve. Und einmal machen wir das noch. Ein Squat. Nach vorne krallen. Vier Füßlerstand. Gehen an die Ferse oder an die Wade, wo ihr hinkommt. Und machen die Kurve. Finde ich eine sehr schöne sinnvolle Übung, die ich jetzt eigentlich das Krafttraining immer so als Vorbereitung mit einbaue. Für die Beweglichkeit, weil die Hüfte, der Unterrücken und die Oberschenkel sind eigentlich sehr gut drin dabei. So, ich habe gesagt, wir wollen noch ein bisschen die Armregion gehen, also nimmt mal euren Arm über den Kopf im rechten und zieht den Ellbogen zur Wirbelsäule. Genau, und das gleiche in der linken Seite. Genau. Und nochmal für die Schulter, wir klemmen den rechten Arm in die linke Ellbogenbeuge und ziehen den Arm zur linken Seite. Wenigstens dabei eure Schulter mal unten bleiben, das habt ihr keinen Sinneswechsel. Genau dasselbe in der anderen Seite. Auch hier wichtig, Schultern unten lassen. Genau. Schön, dass ihr alle zurück seid, freut mich. So. Jetzt sollten wir gut aufgewärmt genug sein. Genau. Für die, die relativ frisch sind, ihr versucht einfach das, was ich heute zeige, auf eurem Niveau nachzumachen. Ihr könnt gerne Nachfragen stellen. Ich kann sozusagen nur nicht jedes Detail jetzt einfach hineinbauen, weil ich sonst andere Leute langweile. Wir müssen sozusagen ein bisschen auf verschiedenen Ebenen arbeiten, aber das macht nichts.
Wie gesagt, ich wollte heute Fußarbeit mit Schwertbuckler ein bisschen kombinieren, weil anders als beim Langschwert, wo ich ja immer mit dem, normalerweise mit der Seite, mit der ich schlage, auch hineingehe, um meine Hüfte und den ganzen Oberkörper mit reinzubringen. Weil einfach das Langschwert schwerer ist, brauche ich das beim Schwertbuckler nicht unbedingt. Ich muss nicht unbedingt die ganze Zeit von der Seite, mit der ich schlage, auch laufen. Das machen wir in der Grundschule so und das werden wir heute auch für die Einsteiger so machen, weil das gut ist. Um es erstmal sich einzuprägen. Ich kann aber die ganze Zeit auch, weil ich ja vorwiegend mit Arm und Oberkörper agiere, eben auch mit einem Bein vorne sein. Und wir versuchen heute die Arbeit mit dem Besteck hier oben etwas von der Fußarbeit zu entkoppeln später. Für die Fortgeschrittenen, für die Einsteiger, wir machen heute einfach eine klassische Fußarbeit, wo wir das zusammen die ganze Zeit bringen. Weil erstmal zusammenbringen ist gut als Grundschule, um sich dann irgendwann wieder frei davon zu lösen. Wir machen eine Vorarbeit. Der Langhaut habe ich euch eben gezeigt gehabt. Für die Einsteiger. Das heißt also, die Fläche der Schneider bleibt am Schwert. Dasselbe gilt für die andere Seite. Ihr müsst also jetzt euren Buckler drehen. Ich zeige es gleich von der anderen Seite. Also ihr dreht den und habt euer Schwert so an dieser Seite. Fühlt sich am Anfang ganz, ganz, ganz schräg an. Ist auch nicht schlimm, wenn es heute nicht gelingt. Wir machen heute ja kein Partnertraining. Gewöhnt euch einfach mal, dieses hier so rüberzubringen. Also ihr habt das, wenn ihr seht, mein Daumen ist jetzt nach vorne. Ich drehe den Buckler so, dass mein Daumen auf einmal nach unten zeigt. Ich zeige es nochmal von der anderen Seite. Jetzt mein Buckler auf der linken Seite und wenn ich ihn drehe, ist er auf die rechte Seite. Nochmal von hier. Ich drehe meinen Buckler. Nochmal schräg. Und da ich ein Schwert habe, muss ich ihn über das Schwert drehen. Genau. Wir machen das einfach nur vom langen zur linken Seite, zur rechten Seite. Und dabei bewege ich mein Schwert noch ein bisschen zu meiner rechten Seite. Also wenn mein Buckler meine rechte Seite schützt, geht mein Schwert auch ein bisschen in diese Richtung, um mich hier auch noch ein bisschen mehr zu schützen. Also euer Schwert macht eine kleine Subposition im Langort. Der Ort bleibt relativ ruhig stehen, relativ bewegungslos. Und damit wird es ja gut passieren. Mehr müsst ihr jetzt nicht wissen. Die Fortgeschrittenen können gerne nach unten noch die Buckler dann wandern lassen. Ihr könnt die ganze Bewegung machen. Wichtig ist, dass ihr jetzt Freilauf, also ihr macht jetzt nicht das, was wir sonst klassisch lernen. Ich gehe mit dem rechten Fuß vorne, wenn ich im rechten Langort links bin. Und andersrum. Also im rechten Langort bin, der nach links zeigt, so, Entschuldigung, mein Fehler, wo ich nach links geschützt seid. Und ihr bewegt euch ganz frei in Fußarbeit. Alle Fortgeschrittenen bewegen sich einfach den Buckler um euer Schwert in der komplett freien Fußarbeit und denkt gar nicht daran, wo ihr gerade steht. Die Einsteiger, ihr könnt einfach das machen, was ich eben gezeigt habe. Langort von links, rechter Fuß vorne. Und ihr geht in den linken Langort. Euer Schwert bewegt sich und euer Buckler dreht sich über eure Schwerthand. Und ihr geht mit dem linken Fuß nach vorne. Ganz einfach macht ihr dieses. Genau. Alle Fortgeschrittenen, freie Fußarbeit, ganz schnell. Und ihr windet euren Buckler frei um eure Waffenhand herum. Genau. Für die Einsteiger, die Fortgeschrittenen werden das schon wissen, wenn ihr Schwertbuckler zusammen habt, bitte geht, genau, ich gehe mal nach vorne, von der, nicht so in die Ellenbogenposition, also eure Ellenbogen nach außen gehen. Das fühlt sich am Anfang leichter an, ist auf Dauer aber erstens ermüdender und zweitens ist das halt nicht sehr günstig, weil ihr ein Ziel abgebt. Also wenn man schaut, wenn meine Ellenbogen so ausstehen, dann gebe ich meinem Gegner ein Ziel. Wer mit mir schon mal gefochten hat, weiß ich, dass ich auch gerne mal so Richtung Ellenbogen gehe, weil das einfach zu nah liegt. Zweitens ist es nicht die beste Art und Weise, zum Schwertbuckler zu halten, weil ihr über den Arm das haltet. Versucht es mit den Schultern zu halten. So, nehmt mal gerne mit Waffe, ich mache es ohne, dass ihr es besser seht. Versucht die Ellenbogen zusammenzunehmen. Und wenn ihr das tut, merkt ihr, dass ihr eure oberen Schultermuskulatur auf einmal mit ins Spiel kommt. Und die hält sozusagen eure Arme dann eher nach vorne, als dass ihr das mit den reinen Armen an sich tut. Und wenn ihr Ellenbogen zusammen habt, habt ihr sozusagen einerseits keine Ziele mehr, zeigt es gleich mit Schwertbuckler, und andererseits verlagert ihr viel Muskelkraft auf den oberen Rücken. Das ist wirklich sehr, sehr entspannt und ihr könnt
aus so einer Hängenposition, also nicht hängen als Hut, sondern ihr lasst eure Arme ein hängen und von den Schultern mehr tragen und seid dann hier viel, viel freier mit dem, was ihr mit den Armen tun wollt. Mit Waffengarnitur sieht es so aus. Ich kann hier halt frei agieren und schlagen und irgendwas tun, während sozusagen das Grund, die Grundaufhängung eben über den Rücken funktioniert. Das noch dazu. Und jetzt bewegen wir uns. Man schreibt. Genau, Thomas, das mache ich. Genau, schick mir ins Internet. So, freie Fußarbeit. Genau. Wenn ich sage, jetzt machen wir wieder vom Anfang, dann geht ihr vom Tag und schlagt gleich, so wie ihr wollt. Egal, welche Position ihr seid, ich sage jetzt vom Tag und schlagen. Hier werdet ihr merken, dass höchstwahrscheinlich ihr, wenn ihr vom Tag rechts geht, also eure Waffenhand, bei mir ist rechts, weil ich Rechtshänder bin, ihr sicherlich hier beim Schlagen dann doch irgendwie so seid, dass ihr dann mit dem rechten Fuß nach vorne geht. Das ist relativ intuitiv, ist nicht schlimm. Achtet mal drauf, was, wenn ich sage jetzt, ob ihr nicht vielleicht auch so schlagen könnt, dass ihr einfach Zutritt macht. Das ist frei gewählt. Wir experimentieren ein bisschen drum. Jetzt. 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 Genau. Vielleicht beschränkt euch ja euer Wohnzimmer. Das ist auch gar nicht schlecht. Auch dir könnt ihr dann sagen, euch diese Beschränkung müsst ihr euch anpassen. Vielleicht merkt ihr, ich sage jetzt, oh, wenn ich nach vorne laufe, dann ist die Wand dran. Dann laufe ich halt nur mit dem linken Bein ein bisschen nach vorne. Oder, wenn ich sage jetzt, vielleicht merkt ihr auch, dass ihr gar nicht laufen müsst, sondern einfach ohne Fußarbeit startet. Probiert ein bisschen mit rum. Jetzt! Jetzt! Ihr könnt das auch, wenn ihr eh schon vorwärts gleich seid, das Schwert erheben und weiterlaufen. Jetzt! Würde auch gehen. Wichtig ist es immer, wenn ich jetzt sage, habe ich sofort versucht, automatisch zu schlagen und nicht erst eine Position zu finden. Quasi, wenn ich sage, jetzt, oh, ich muss jetzt vom Tag, weil er hat dann gesagt, ich soll schlagen, und dann schlage ich, sondern bewegen, bewegen, bewegen jetzt. Genau. So, für die Fortgeschrittenen führen wir jetzt 1 und 2 ein. Wenn ich sage 1, dann macht ihr das, was ihr eben gemacht habt, den Schlag von rechts für die Rechtshänder. Für die 2 führen wir ein, dass ihr einen Kauf von links macht. Die ist mir völlig egal, ob ihr den von oben macht oder von unten. Völlig egal, für die Fortgeschrittenen. Alle, die frisch dabei sind, die machen einfach nur den Hau weiterhin von rechts. Und wer gar nicht richtig hauen kann, macht, wie gesagt, was ich vorhin meinte, einfach statt vom Tag einfach 4-5, einfach wieder langhautmäßig, einfach schwer Kupfer nach vorne zusammen. Das ist völlig okay für euch als erste Übung. Also, Fortgeschrittene haben 1 von rechts und 2 von links. Alle anderen nehmen einfach bei 2 wie bei der 1 von rechts den Schlag oder sie führen einfach, nachdem sie das Schwertbuckler gelöst haben, wieder Schwertbuckler vorne zusammen. Egal. Wichtig ist, dass ihr es spontan macht, explosiv. Immer wenn ich sage, jetzt 1 oder 2 und nicht auf die Fußarbeit achten. Die muss sozusagen einfach, bewegt euch, wie ihr euch bewegt. Und wenn ich sage 2, dann schlagt ihr sofort. Egal, ob ihr mit nach vorne geht oder ob ihr richtig spielt oder das Licht angeht oder was auch immer. 1! Dann sollst du schön die Buckel über eure Hand bewegen und euch schützen. 2! Ihr könnt es auch rückwärts nehmen, wenn ihr dafür Platz habt, könnt ihr es auch. 1! Auch völlig egal, alles drin. Wie bei euch Platz ist, wie ihr München habt. 1!
Wichtig ist, dass es nicht fällt, trotzdem aber gerade beim Fortgeschritt in der Ausholbewegung ist. Also, wenn ihr sagt, von links hin, ich sage eins, nicht einfach so einen Stich macht, sondern es sollte schon noch Schlagbewegung sein. Das ist wichtig sozusagen. Das Ausholen, das wir zurück selber, da habt ihr keinen Bums, da keinen Bums hinterher. Nachher. Eins! Eins! Zwei! Entschuldigung. Unbewegung. Zwei. Eins. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Genau, und stopp. Trinkt was? Genau. Wir werden dazu jetzt noch ein, zwei Übungen machen, um das noch ein bisschen zu entkoppeln, die Fußarbeit von dem Besteck für die Fortgeschrittenen. Die Einsteiger hier werden einfach die Übungen, so wie ich sie zeige, mitmachen, als Grundübung. Ich zeige sozusagen vor, wie man es als Grundschule macht. Und für die Fortgeschrittenen, die das schon kennen, den zeige ich dann, wie man sich davon löst. Da haben wir vielleicht so einen gutes Bandbreite abgedeckt. Genau. Und dann am Ende einen Solo-Drill mit 5, 6 Techniken oder Schritten zu haben, der auch sich nochmal einer losgelösten Fußarbeit widmet, damit ihr dann noch einen Drill habt für später, für zu Hause. Genau. Also, warum sage ich das mit dieser gelösten Fußarbeit? Weil ich halt eben, was ich eben meinte vom Langschwerkräften, ich brauche nicht unbedingt diese krasse biomechanische, wichtige Fußarbeit, dass ich die ganze Zeit von der einen Seite mit der anderen Seite komme. Fußarbeit brauche ich dann, wenn ich meinen Gegner auszögern will. Dann mache ich natürlich gerne, also wenn ich jetzt sage, vom rechten Oberhaupt komme, dann laufe ich natürlich tendenziell ganz gerne mit rechts, weil ich einfach mit rechts meinen Gegner auszögern kann. Wenn er aber geradeaus frei ist und ich stehe gerade links vorne, brauche ich halt keinen. Also, mein Gegner ist in Reichweite, ich brauche keinen Schritt nach außen, weil dann signalisiere ich viel mehr, dann kann ich einfach nach vorne kommen und einen Schritt machen, weil ich einfach direkt da bin. Darum geht es mir sozusagen, dass wir die Gelegenheiten erkennen, wann ich einen Schritt mache. Also ich erkenne mir das nicht, aber dass ich intuitiv weiß, ich muss nicht einen Schritt mit dem rechten Bein machen, um mit dem rechten Oberhaus zu kommen, wenn ich auch da mit dem Zutritt reinkommen kann. Oder andersrum, ich kann auch mit links irgendwie agieren und trotzdem rechts weiter vorne bleiben. Und das versuchen wir uns heute ein bisschen anzunehmen. Darum geht's. So. Wir machen als gutes Beispiel dafür, wie man sagen, die Fußarbeit auch entkoppeln kann. Erstmal Oberarm, Unterarm. Wir machen also klassisch rechten Oberhau und kommen dann, Entschuldigung, ich wollte die Grundposition zeigen, also Oberhau. Den lasse ich diesmal durchgehen. In die Unterhut, dreh das Schwert und mach dann mit der langen Schneide einen Unterhau. Für die frisch dabei sind, der Oberhau ist sozusagen das, was wir eben gemacht haben, wenn ich führe von das Schwert gezogen vom Park ist in den Langort, führst aber dann weiter einfach an meine rechte Seite, wobei es dann leider vom Körper bleibt, um euch zu schützen. Buckler bleibt vorne, ihr klappt nur die Buckler kurz Zeit zu Zeit über. Ihr klappt den Buckler kurz beiseite, um das Schwert durchzulassen, dann klappt der Buckler wieder um und ihr seid hier. Und der Unterhau besteht darin, dass ihr das Schwert mit der weiteren langen Schneide nach oben führt und den Buckler über den Kopf nehmt und die beiden dann oben über dem Kopf aus einer Art Ochs oder in Hängenposition zusammenführt. Mehr kann ich es nicht erklären. Genau. Ihr macht also wirklich das Laufen. Ihr steht zuerst von der rechten Seite mit dem linken Bein vorne, rechtes Arm oben, Buckler vom Körper. Lauf vom rechten Arm, Bein nach vorne, schlagt und schlagt dann von der linken Seite, wenn man mit dem linken Bein nach vorne läuft. Ihr macht das, das ist völlig okay. Alle Fortgeschrittenen machen das für mich, sondern ihr bewegt euch
Jetzt erstmal die ganze Zeit mit dem linken Bein nach vorne. Also steht gleich den rechten Kopf und Schlag und Schlag. Entschuldigung, Schlag. Reden und zeigen. Also, ihr schlagt, ihr schlagt. Ihr schlagt, ihr schlagt. Das könnt ihr in der Vorwärtsbewegung machen, genauso wie auch rückwärts. Je nachdem, wie viel Platz ihr habt. Das Einzige, was euch erlaubt ist, ist, dass ihr mit dem vorderen, also dem linken Bein, ein bisschen seitlich lauft. Ihr könnt also statt so zu schlagen, also so zu schlagen, gerne auch so schlagen oder so schlagen. Also Seitwärtsbewegung, Auswirbel ist erlaubt, ihr bleibt aber die ganze Zeit mit dem linken Fuß jetzt vorne. Versucht, soweit es geht, natürlich die Körper, die Biomechanik mitzunehmen. Also ein bisschen, wenn ihr auch mit links schlagt, müsst ihr natürlich ein bisschen die Hüfte mit reinnehmen, dass ihr einen kraftvollen Schlag habt, die Hüfte raus. Ihr agiert aber sozusagen vorwiegend aus der Hüfte den Oberkörper und eben nicht aus dem ganzen Bein heraus. Und ich kann mal ein also, schlagen, schlagen. Übertreibe es ein bisschen, aber wie ihr seht, schlagen, schlagen. Und dabei immer nur Zutritte zu machen. Ist das eine Frage? Meinung? Ah, ne. Es geht um Buckelreparatur. Genau. Schlagen! 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 Denkt dran, wie immer ist es so, dass sich auch hier Buckler, also Schwerbuckler und Füße nicht gleichzeitig bewegen. Oft ist es so, dass sich das Schwert zuerst bewegt und dann die Fußarbeit kommt oder andersrum. Ich mit dem Fuß eigentlich schon ein bisschen den Gegner reingearbeitet habe und dann auf einmal die Waffe kommt. Oder oh, Gegner ist schwierig, deswegen denken wir uns heute vorwiegend, dass man das die Waffen führen, weil wir uns mit denen heute beschäftigen wollen. Also ihr schlagt und dann kommt der Zutritt. Also heute vereinfacht, führt immer erstmal das Waffengesteck. Schlagen, schlagen. Schlagen, schlagen. Genau. Für die, die das jetzt schon reicht, als Koordination, wir bleiben dabei, alle anderen gehen einen Schritt weiter. Gehen einen Schritt weiter, schön. Machen die nächste Übung mit oder entwickeln sie weiter, indem wir jetzt einen Zutritt machen. Also einen ganzen Schritt machen, Entschuldigung, beim Schlag von rechts. Und jetzt den Schlag von links weiterhin, mit jetzt dem rechten Fuß vorgehen. Also, die Schlag ist genau die gleiche von eben, nur dass er mit der Fußarbeit machen muss. Also, mach's Schritt, sieht vielleicht besser. Jetzt kann ich meine ganze Körperkraft mit komplett aus den Beinen und sowas alles mitnehmen. Ich schlage und jetzt kommt der Unterhauch aus der Hüfte, die ich sozusagen wieder reinbringe und ich mit rechts hineintrete. Also, ich laufe hinein und mache jetzt einen Zutritt. Wir machen es aus Zeitgründen heute nur mit unserer starken Seite. Ihr könnt dasselbe zu Hause und so natürlich auch zum links, also Unterhäuer, von dem linken Oberhaar und zum rechten Unterhaar nehmen. Bringe ich heute noch nicht, sonst wird es ein bisschen zu eintönig und wir schaffen heute nichts mehr. Also, Oberhaar mit Schritt, Unterhaar mit Zutritt. Und dabei nicht müde werden, also nicht einfach nach unten hauen, sondern immer schön nach vorne. Immer schön nach vorne hauen. Da vorne ist euer Gegner. Ihr wollt euren gedachten Gegner durchschneiden und nicht, oh, ich haue nach unten und mache jetzt einen Unterhauen, so ein bisschen wedeln, sondern ganz einfach schlagen, Zutritt. Genau.
Mach das eine Minute. Ich muss mir Wasser holen, ganz bin gleich wieder. Okay, stopp. Ruht euch kurz aus. Genau. Fragen scheint es nicht dazu zu geben. Dann, ihr ahnt es schon, ist die Abschlussübung dieses kleinen Komplexes, den wir eben haben, dass wir das miteinander kombinieren. Also, jetzt einfach die Chance habt, das Teil zu kombinieren. Die Einsteiger können weiterhin, wenn ihr euch noch gar nicht über mit Schwerpunkte befasst habt, gerne weiter erstmal dieses machen. Wir machen gleich was Cooleres und noch andere Techniken, auf was man hier überhaupt reinkommt. Dieses tun, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt genug lange Fußarbeit gemacht, Bevor könnt ihr euch jetzt daran anwagen, vielleicht mal eine andere Fußarbeit zu tun, von dem, was ich Ihnen gezeigt habe, wie ihr wollt. Die Fortgeschrittenen können jetzt variieren. Sie können jetzt sagen, ihr habt Ober- und Unterholz zur Verfügung und könnt jetzt sagen, ich laufe mal und ich laufe beide Male beim mit richtigen Schritten beim Schlagen. Ihr könnt auch sagen, ich kombiniere das alles, was ihr eben gemacht habt, Zutritt, macht aus dem Unterhau dann gleich wieder einen vom Tag und macht dann eben einen Zutritt und dann einen Schritt. Ich rufe das einfach hier rein, das mache ich jetzt auch mal 2 Minuten lang, dass ihr möglichst automatisch Ober- und Unterhau macht. Ihr konzentriert euch darauf, Ober- und Unterhau zu machen und irgendwie die Fußarbeit passiert dann, das ist mal so, wie viel zu sagen. Schaut, was das mit euch macht. Wir können es gerne als Fluss machen. Mir ist jetzt nicht ganz so wichtig, dass es super exakte Ober- und Unterheuer sind. Sie können jetzt gerne ein bisschen flüssiger und damit ein bisschen unsauberer sein, wenn sie schnell und flüssig genug sind. Und ihr bewegt euch durch den Raum, den ihr habt. Ihr könnt auch gerne mal kurz in den Langort gehen und dann wieder umklappen. Wichtig ist, dass ihr möglichst permanent Ober- und Unterheuer schlagt und die Fußarbeit der Distanz anpasst, in der ihr gerade seid. Also wenn ihr einen engen Raum habt, müsst ihr in jeder Zeit gucken, wie bewege ich mich. Wenn ihr Platz habt, nutzt den aus und geht auch da wieder mit euer Limit, dass ihr mal nah zu der Wand geht und merkt, ich kann jetzt gar nicht mehr den Schritt machen, den ich eigentlich wollte, sondern ich kann einfach nur den Zurückgehen schlagen oder in den Zutritt schlagen. Probiert das mal aus. Spielt ein bisschen mit dem alles noch Gaffer. Gut. Mit der kompletten Fußarbeit. Wichtig ist mit mir, dass ihr nach vorne schlagt und dass der Buckel die ganze Zeit beschützend vor euch ist. Das ist anstrengend genug, ich weiß. Ansonsten freie Fußarbeit, wie es gerade passt. Wer die Möglichkeit hat, den Platz, nutzt gerne die Seiten aus. Schwerpunkt ist über alles fechten, außer nicht so linear nach vorne, sondern auch hier geht es darum, dass ihr wirklich viel von jeweils den Seiten kommt. Wer die Chance habt, das zu trainieren, wenn ihr Platz habt, dann macht es bitte auch. Es hilft euch ungemein. Thank you.
Okay, noch eine Minute. Probier das aus. Genau. Genau, dann stopp. Trinkt was. Wer eine Zwischenfrage hat, gern. Kann die bitte gerne stellen. Ansonsten schüttelt euch mal die Oberarme kurz aus. Dehnt sie vielleicht, wenn es irgendwo zwackt. Genau. Das ist eine Übung, die besonders gut funktioniert, wenn ihr zu zweit seid und ihr mit eurem Gegner euch oder eurem Partner die ganze Zeit entweder einer spielt sozusagen den Dummy und steht halt, bewegt sich halt entweder mit Sperrbuckler oder vielleicht sogar ohne, einfach nur durch den Raum. Und ihr müsst, entweder wenn ihr eine Fechtjacke anhat, könnt ihr ein bisschen Dollar eben auch schlagen, also könnt ihr ihn auch ein bisschen Treffen schlagen. Oder ihr macht eine Zeitlupe, wenn euer Partner nur eine Maske aufhat, aber ansonsten nicht geschützt ist im Körper, dann macht es eben langsam. Aber da er sich durch den Raum bewegt, bestimmt er die ganze Zeit die Distanz und ihr müsst die ganze Zeit das anpassen. Weil euer Partner wird ja nicht dumm sein, wird auch mal auf euch zukommen und ihr müsst dann sehen, wie kann ich diese Distanz variieren. Das geht als Dummy-Training oder was die Fußarbeit auch spannend macht, ist einfach, ihr geht in den Langort und euer Partner auch und einer ist der Trainer und führt den anderen die ganze Zeit durch den Raum. Und eure Aufgabe ist sozusagen, ihr bindet an im Langort die ganze Zeit dieselbe Distanz zu bewahren. Und er bestimmt dann, wie ihr euch bewegt. Und auch da lernt ihr dann, die Fußarbeit eher intuitiv zu machen und nicht mehr ganz so nach Grundschule, beziehungsweise die Grundschule zu verinnerlichen und damit irgendwann auch verlassen zu können. Genau, das dazu. Wir kommen jetzt in der letzten halben Stunde zu einem Solo-Drill, der uns nochmal eine variierende Fußarbeit verdeutlichen soll. Wir bauen ihn, wie ihr kennt, Stück für Stück auf. Wir beginnen mit einem klassischen Oberhaus und machen daraus hinterher einen Sturz. Wie das geht, zeige ich gleich. Was das ist, erkläre ich gleich. Ich zeige erstmal, wir machen einen Oberhaus, ganz klassisches Band. Stellt euch vor, euer Gegner versetzt euren Oberhaus, ihr seid ganz klassisch im Band. Also, denkt euch, dass euer Gegner jetzt genauso wie ich einfach hier rumsteht und hat euch versetzt. Dann nehmt ihr euer Schwert, lasst unter seinem Schwert hindurchtauchen und kommt mit der kurzen Schneide auf der anderen Seite, also auf eurer linken oberen Seite, hinunter. Ich zeige es ganz langsam. Ihr seid hier, erstmal ohne Schwert, ohne Buckler, ihr seid hier im Langort, weil ihr geschlagen habt, also ihr habt geschlagen. Dann taucht euer Schwert ab und kommt von ganz oben, von über eurem Kopf, mit der kurzen Schneide runter. Für die Einsteiger, ihr macht einfach eine Art Rückhand oder ein Frisbee, Überkopf-Frisbee von links. Mehr müsst ihr jetzt erstmal nicht wissen, es geht ja wie gesagt um die Bewegungsfolge erstmal ein bisschen. Der Sturzhau kommt hinter dem gegnerischen Buckler sozusagen runter, deswegen er stürzt hinein, deswegen heißt er Sturzhau. Wichtig ist, dass wir auf die Fußarbeit achten, weil wir zu der dann auch später lösen wollen in dem Modell. Also wir machen Oberhaufen rechts mit dem rechten Schritt. Klassisch. Und dann mit links, um uns vom Gegner ein bisschen auszuzögern, mit links reinzulaufen, den Buckler schön hochziehen, um uns zu schützen vom gegnerischen, von seiner Waffe und lassen den Sturzhau schön reinstürzen, das heißt die kurze Schneide. Kippt einfach weniger drauf. Das ist ein Schlag, aus dem wahrscheinlich noch mal ein Stich noch mal resultieren kann. Völlig egal jetzt. Also. Oberhau mit rechten Schritt und dann Sturzhau mit linken Schritt. Wir machen das ein paar Mal. Das ist euch der Eindruck.
Die Idee ist hier quasi ganz klassisch, ich laufe zu, nicht, er versetzt mich, naja, mache ich eine Folgetechnik. Noch nicht. Oh, wow. Ihr könnt ja auch, wenn ihr Platz habt, das wunderbar nutzen, dass ihr auch bei dem Oberkopf von rechts sitzt, schon ein bisschen zur Seite springt und dann von der anderen Seite kommt. Das könnt ihr sehr dynamisch machen. Gerade die Fortgeschrittenen, die Technik, wenn ihr nicht haben, können wir es sehr dynamisch machen. Ihr könnt es auch fließender machen, also ihr könnt dann auch sozusagen nicht das in zwei Schritten machen, aber eins, zwei, sondern das als eine fließende Folge machen. Je nach eurem Willen, probiert es aus. Frage? Thomas fragt, ob mein Mutter was immer. Falls ich ihn gerade ein bisschen hoch, das kann sein, schau mal. Ja, okay, du hast recht, man sollte dich ja runterlassen. Ja, ja, schön, ich habe jetzt ein bisschen, ja. Thomas hat recht. Ich habe jetzt so die Tendenz gehabt, den Sturzhau zu weit nach oben zu ziehen, weil ich irgendwie mein Gegner irgendwas, also mein. Ist ja gar nicht da, wenn ich irgendwas antizipiert habe, was aber nicht da ist. Thomas hat recht, ich sollte ihn zur Sicherheit eher unten zum Schutz lassen. Wenn ich ihn jetzt, wie ich eben das gemacht habe, bestimmt zu weit aufziehe, habe ich die Gefahr, dass ich die Blöße unten habe. Also, wenn euer Gegner nicht sowieso irgendwie nach oben ist oder nach oben geht bei eurem Sturz, lasst den Buckler eher unten. Danke, Thomas, für das Detail. Das hast du mir gerade gedacht. Also, nochmal in der schönen Grundschule. Wir schlagen. Oberhaupt, Langhaut, wir werden versetzt, ziehen unsere Schwerpunkte durch, lassen den Buckler unten, klappen wir wissen, um unsere Seite zu schützen, natürlich zur Seite, und kommen damit den Oberhaupt, mit dem Sturzhaufen oben. Ja. Das ist auf jeden Fall die saubere Variante. Ich habe aus irgendwelchen Gründen das genau genommen, weil ich dachte, es sieht dynamischer aus, sowas. Ich habe keine Ahnung. Aber Thomas hat recht, macht's bitte so. Macht auch in unserer Technik mehr Sinn, weil. Also in unserer Logik auch mal drin, weil auf jeden Fall, wenn mein Schwert runter durchgeht, mein Gegner hat mich halt hier versetzt, dann klappt mein Buckler auf sein Schwert. Ich gehe davon aus, dass es noch da ist, wenn ich einen Sturzhau mache. Deswegen machst du mal eine Minute so richtig jetzt. Vielleicht habe ich es die ganze Zeit auch schon richtig gemacht, nicht nur falsch, aber Oberhaut umklappen, Sturzhau. Danke, Thomas, dafür. Also, Oberhaut umklappen. Stürzer. Genau. An diese Folge binden wir gleich einen nächsten Schritt, also Oberhau, Umklappen, Stürzer. Beide Male mit einem richtig schönen Schritt. Schritt 1, Schritt 2. Wir machen jetzt einen Rückwärtsgang. Ein Unterhau. Was wir eben sozusagen gemacht haben, machen wir jetzt einfach als Zwischenschritt einen Unterhau. Also, Oberhau, Sturzhau, Unterhau. Wie gesagt, Schritt zurück mit dem linken Fuß. Klassische Fußarbeit jetzt noch. Also, Sturzhau müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht nur das mit Handgelenk das macht, die Tendenz gibt es. Das könnt ihr aber dann, hat so wenig Power, sondern ihr müsst schon. Aus dem Schutz heraus.
das Schwert ein bisschen mit nach unten nehmen, damit ihr mehr Schwung habt. Also so einen kurzen könnt ihr machen, hat aber leider wenig Kraft, deswegen machen wir es jetzt sauber mit jedem Schwert auf eure Hüfthöhe und zieht es dann vorbei. Oberhau, Stuxhau, Unterhau. Oberhau, Stuxhau, Unterhau. Ist nicht so kompliziert, deswegen machen wir gleich die nächste Technik. Die wird jetzt lustig, hoffe ich. Wir machen sie einzeln und hängen sie dann an die Technik an. Wir machen nämlich jetzt wieder eine Kombination mit dem Stuxhau von rechts. Nur, dass wir jetzt eben nicht Oberhau Stuxhau machen, sondern wir machen den Stuxhau als ein Durchwechsel. Das heißt ganz langsam, aber ich zeige es mal schnell. Wir machen also sozusagen ein. Noch zweimal schnell, dann. Ihr seht schon, die Schrittarbeit ist ein bisschen anders. Man kann sie zweierlei machen, ich würde eine präferieren. Und jetzt langsamer. Ich täusche das jetzt Oberhau an und versuche natürlich auch den hier möglichst weit auf der rechten Seite einzutäuschen, dass mein Gegner auch denkt, das ist ein Oberhau. Dass ich mich da mal ein Soll den Umbeat versetzen wollen. Damit ich die Chance habe, mein Schwert einfach abzutauchen vorher, ohne Klingenkontakt, also ich will mich halt eben nicht blockieren, versetzen lassen, sondern mein Schwert taucht ab, wird kürzer und kann dann von der anderen Seite gleich in ihn reinstürzen, quasi in das, während er noch auf der anderen Seite ist und denkt, der blockt und versetzt mich, komme ich hinein. Wir hatten das Durchwechseln beim Langschwert jetzt sehr oft mit Pumphau und Schielhau und ähnliches, hier ist es quasi also die Idee ist die gleiche. Ich schlage, laufe, ihr seht schon, wie ich laufe, schlage und wenn ich langsam mache, sieht es so aus. Wenn ich schnell mache, denkt man, dass ich mit dem linken Bein eigentlich nach vorne springe, um zu schlagen. Das ist nicht der Fall, ich mache es nochmal schnell. Ich muss noch mein linkes Bein mitnehmen, weil ich sozusagen zu sehr aus der Dynamik sonst umfalle. Also ich mache, ihr seht, ich habe es versucht, in der Luft zu bleiben. Ich mache eigentlich einen Kreuzschritt. Ich schlage und versuche, meinen Oberkörper rechts mit reinzubringen, dass er denkt, ich komme von rechts. Also auf seine linke Seite, ich wechsle durch, mein Schwert führt also sozusagen, wenn ich in der Luft bin, macht mein rechter Fuß den Kreuzschritt, ich bin also eigentlich zu meiner Linken, lasse das Schwert durchwechseln und schlage ihn dann mit dem Sturz auf seine Seite. Und weil das recht dynamisch ist, ich dann auf einem Bein kurz stehe, muss ich dann in der Regel den linken Schritt nachmachen, damit ich nicht von den Socken geholt werde. Alles klar, keine Frage. Also, macht das so hier in eurem Tempo, das funktioniert. Ich würde es gern als 1, 2 machen. Oder sogar 1, 2 ist mir auch recht. Oder wenn ihr es schneller macht als Kombination, dann und lauft dann. Völlig egal. Wir packen das jetzt in die andere Technik hinein. Wir haben also jetzt Oberhau, Stuxhau, Unterhau. Wir gehen vom Tag. Ah, sieht man genau. Okay, wir müssen aus dem Unterhau, den wir nach hinten gegangen sind, aus dem Kontakt uns aufziehen und machen dann die Technik. Das ist jetzt günstig. Ich überlege mir was. Okay, mach mir mal nach. Ich habe gefragt, was nicht. Aber kein Ding. Wir machen Oberhau, Sturzhau. Wir machen einen Unterhau als Tritt nach hinten im rechten Bein. Jetzt habe ich es richtig. Ein Fehler. Also, wie wir es hatten als Fußarbeit. Nochmal. Oberhau, Sturzhau. Wir gehen zurück im rechten Fuß. Unterhau. Wir können dann jetzt einfach Kontakt geben und die Oberhau-Sturzhau-Kombination einbringen, die wir eben hatten. Ich zeige es mal ganz langsam, damit ich mich auch nicht nochmal verhasst mit meinem Fehler. Entschuldigung. Ich hätte mir jetzt aufschreiben sollen. Oberhau.
Sturzhau, Unterhau mit Tritt einfach nach hinten mit dem rechten Fuß wieder. Dann kommen wir Oberhau, Sturzhau und stehen irgendwann mit links vorne im Sturzhau. Für die schnelleren Leute. Oberhau, Sturzhau und eine Bewegung. Das heißt, mal ohne Buffler sieht das wirklich dann so aus, dass ihr Oberhau macht und den Sturzhau hinter reinhängt. Nur, dass euer Oberhau diesmal nicht ganz, ganz lang ist, sondern vor lang wird, ein bisschen abknickt und dann wieder zu kommen. Also, Oberhau, Sturzhau, Unterhau, Oberhau, Sturzhau. Bei den zweiten, also diesen durchwechselnden Sturzhau, ist wirklich das Timing und die Körperbewegung dann ist atemlos. Da kann man sich relativ lang dran abarbeiten, dass man sie glaubwürdig hat, für den Gegner glaubwürdig hat, dass er wirklich denkt, ich komme mit Oberhau von rechts. Aber auch, dass ich selber sage, in meinem Timing halt richtig schlage und laufe und nicht zu früh laufe, weil dann bin ich mir fest, dann hänge ich mich fest und kriege dann nicht mehr so richtig den Unterhau hin. Aber auch nicht zu früh schlagen. Also, wenn ich komplett schon hier unten bin, dann kriegt mein Gegner vielleicht auch mit, dass ich, was ich vorhabe, dass ich so wichtig bin. Gut gehaltenes Spiel sein. Also, das Timing muss hier stimmen. Genau, Thomas. Darum geht es gerade diese beiden Sachen miteinander. Die beide funktionieren als Technik. Aber sie sind ja sehr ähnlich, sind trotzdem ganz anders. Das nochmal, wir hängen gleich noch was an. Das noch. Oberhau, Sturzhau. Wie gesagt, ich versuche den Buckel umzusetzen. Ich habe gerade heute Tendenz, da umzunehmen, das ist so. Unterhau und den Sturzhau als Kreuzschiff. Oberhau, Unterhau, Sturzhau, Unterhau, Sturzhau als Kreuzschiff. Ihr müsst ein bisschen gucken, wie für euch die geeignete Beinarbeit ist. Also es kann sein, dass ihr bei dem zweiten Sturzhau nicht, aber ich habe halt relativ lange Beine, versucht dann wirklich hier so extrem schon nach drüben zu springen. Es kann sein, dass manche von euch eher nach vorne springen, welche Fuß nicht so sehr zur Seite gehen können, nach links. Das ist auch völlig okay. Ihr könnt also auch diesen machen und müsst dann halt trotzdem mehr mit links arbeiten. Das ist völlig okay. Das hängt ein bisschen von eurer Körpergestaltung ab, also wie lang oder kürzer Körperglieder wieder sind und wahrscheinlich auch ein bisschen wie euer Schwerpunkt oder so ist. Das müsst ihr vielleicht ausprobieren. Es gibt halt kein richtig, kein falsch. Für mich ist, wie gesagt, ist ein wirklich am leichtesten. Ich versuche wirklich sehr, sehr weit zur Seite zu gehen. Muss aber dann extrem diesen linken Schritt auch mitmachen, damit ich in die Umfalle. Es kann also für andere Leute besser sein, eher nach vorne zu gehen, statt einen kompletten Vollschritt zu machen und dann sicher mit dem linken Fuß zu stehen. Das müsst ihr ein bisschen ausprobieren. Ah, ja, Johanna, genau. Martina. Ja, das ist auf jeden Fall sehr cool. Ihr müsst hier ein bisschen wirklich für euch die beste Technik, also die beste Fußarbeit herausfinden. Das ist so ein bisschen, kann man mit so einem sehr gut ausprobieren, was für euch am besten funktioniert. Wie gesagt, wichtig ist, dass ihr hier auf jeden Fall von rechts, also von eurer starken Seite eintäuscht, dass ihr wirklich hier herkommen wollt. Das ist beim Durchwechsel das A und O. Vielleicht habt ihr auch schon einfach euren Gegner ein paar Mal mit starken Oberheulen eingedeckt, einfach um ihm zu zeigen, hier schützt er die linke Seite oder ich mach dich matsch oder was auch immer so. Und er hat nur eine Tendenz dann zu sagen, zu denken, ihr macht starke Oberheulen und versetzt ein bisschen stärker. Das kommt euch nur zu Hüte. Auf jeden Fall muss er denken, dass hier irgendwie was auf ihn einprasselt. Und dann nicht das abtauchen und dann müsst ihr mit den Füßen halt genau gucken, was für euch das
das Beste ist, dass ihr die Balance haltet. Für mich hat sich dieser Kreuzschritt bewährt, den mache ich auch sehr gerne im Freikampf. Also das Täuschende funktioniert auf jeden Fall. Bei mir ziemlich gut. Probiert das aus. Also unsere Kombination ist Schritt von links mit dem Sturzhau, dann der Unterhau und dann machen wir unsere Kreuzschritt-Kombi. Macht das noch eine Minute, ich gucke mal, ob noch jemand eine Frage hat. Ansonsten gebe ich euch nach einer Minute Zeit zum Durchatmen. Wie geht's denn weiter? Keine Fragen, sehr gut. Dann trinkt was und atmet durch. Wir hängen hier noch was dran. Wundert euch nicht um die etwas Einseitigkeit der Techniken. Es geht, wie gesagt, eigentlich geht es um die Fußarbeit. Also wir waren jetzt im Sturzhau links. Ja. Jetzt machen wir Unterhau. Wieder einen Schritt rechts zurück. Und dann wieder mit einem Sturzhau nach vorne zu gehen. Ist keine sinnvolle, super sinnvolle Kombination. Ich will einfach Fußarbeit und Armarbeit entkuppeln. Also wir waren auf dem Sturzhau, wir machen einfach Unterhau. Eben nach hinten, wenn ihr nach hinten gehen müsst, ihr könnt ja auch gerne, wenn ihr Platz habt, nach vorne gehen, ist egal, ob ihr bleibt mit dem linken Bein vorne. Und macht dann einfach nochmal einen Sturzhau, wie mit dem linken Bein. Entweder auch nach vorne oder nach hinten, wie ihr Platz habt. Das ist euch überlassen. Ich möchte einfach nur, dass ihr einen Zutritt macht, also aber die ganze Zeit das Bein vorne bleibt. Gerne wieder, wenn ihr Platz habt, mit nochmal eine Maltbewegung zur Seite, dann könnt ihr gerne auch, ich zeige es mal langsam, einen Doppelschritt machen. Also beide Beine bewegen, dann könnt ihr, okay, der Unterhau und dann den Sturzhau könnt ihr gerne auch so sozusagen dieses machen. Zeig es mal vorne. Also aus dem Unterhau heraus könnt ihr gerne den Sturzhau so machen. Also sagen, linkes Bein zur Seite, um die hinten auszuhören und das rechte mitzunehmen. Wenn ihr dafür Platz habt, ist das optimal. Wenn ihr den Platz nicht habt, dann müsst ihr es halt leider als eine reine Vorwärtsbewegung machen oder als eine reine Rückwärtsbewegung. Im Idealfall aber gerne als Schritt mit beiden Beinen. Also zur Seite auszuhören mit beiden Beinen. So, die ganze Kombi sieht jetzt so aus. Oberhau, Sturzhau, Unterhau, Sturzhau mit Kreuzschritt, Unterhau, Unterhau. Mal langsam. Oberhau. Sturzhau, Unterhau, Sturzhau mit Kreuzschritt, Unterhau, Unterhau mit Doppelschritt oder auch Kreuzschritt von links. Einmal noch langsam und dann haben wir 2 Minuten, 3 Minuten zum Reinmoven. Oberhau, Sturzhau, Unterhau. Durchwechseln, Sturzhau, Unterhau, Unterhau. Genau.
Ich mache das jetzt auch mal in den nächsten, wenn jetzt keine Fragen kommen, die nächsten 2-3 Minuten auf der Stelle. Ich merke es wahrscheinlich abwechselnd, einmal schnell, einmal langsam. Würde sich vielleicht auch für manche von euch anbieten, um die Kombination einmal sauber auszuführen und einmal einfach schnell die Dynamik reinzubringen in die Fußarbeit. Ihr könnt auch die ganze Zeit, wenn ihr die Koordination habt und die Kondition habt, es auch die ganze Zeit durchpacen, wie ihr wollt. Genau. Sagen der vorletzte Schritt und wir machen dann, beenden wir den Solo-Trill mit noch einem Killer-Move ganz am Ende. Den packen wir dann einfach erstmal schön einrufen. Sehr gut. Ihr seht, ich habe Platz, ich komme aus dem Bild. Geht dreimal noch. Okay, so selber über meine Beine gestolpert. Genau. Okay, trinkt was und macht euch bereit für die letzte Sequenz. Mal gucken, was wir jetzt draus machen. Das ist jetzt spontan. Das war alles spontan, aber das ist erst recht. So, wir waren. Dort so links mal wieder. Ja, okay, wir machen eine Dreierkombination hinten dran. Das sollte uns gut auspowern. Hier würde ich sagen, ist die Fußarbeit komplett euch selbst überlassen. Ich gebe eine als Idee vor, das ist eher klassisch, und dann können wir mit umspielen. So, wir machen das mit Sturzhau. Links, genau. Sturzhau. Links. Was wir jetzt machen ist, wir machen Sturzhau von rechts. Ich mache es mal ohne Buckle. Den würde ich jetzt ohne Schritt machen, erstmal. Das heißt, ich fühle mein Schwert einfach einmal wie so ein Kreis und komme jetzt mit der
Frisbee-Scheibe von oben, wenn ich Frisbee werfe, eben mit der kurzen Schneide, stürze ich mein Schwert oder rechts rein. Wer das nicht kann, kann von mir aus einfach einen rechten Oberhau machen. Dann eben auch ohne Schritt. Macht einfach einen Oberhau, ist auch völlig okay. Also wer keinen Sturzhau kann, macht einfach, geht dann vom Tag und macht einen Oberhau. Völlig okay. Die anderen, die das kennen, machen einen rechten Sturzhau. Also. Sturzhau. Jetzt würde ich einen Schritt anbieten, würde ich machen. Von rechts Schwerhau. Und dann nochmal ganz klassisch von links. Ich würde jetzt hier keinen Schritt machen, weil meine Schrankwand hier steht. Wenn da keine Schrankwand ist, könnt ihr die auch einen Schritt machen. Zum Finishen ein Oberhau, den wir komplett durchzieht. Quasi habt vorher den Gegner schon Buckler, Schwert aus der Hand geschlagen. Zieht jetzt einfach schön den Oberhau durch. Da klingelt es, ich muss mal ganz kurz gucken. Okay, danke. So. Sorry, hat es an der Tür geklingelt und war kein anderer zum Aufmachen. Also, wir hatten Sturzhau. Daraus machen wir einen Sturzhau, den ich ohne Schritt vorschlagen würde. Schwerhau und Oberhau. So. Also, kommen wir zum Sturzhau. Wir machen Sturzhau von rechts, quer und einmal durchziehen durch den ganzen Gegner durch. Als linken Oberhau. Da laufen sie. Ach, so. Die ganze Kombi sieht dann so aus: Oberhau, Sturzhau, Unterhau, Kreuzschritt oben, durchwechseln. Dann links gehauen. Unterhau, Sturzhau, dann Sturzhau. Wir bleiben auf demselben Bein vorne. Ihr könnt aber noch ein bisschen nach hinten gehen, ich bin jetzt nach hinten gegangen, damit ihr mich besser seht. Dann Querhau und Oberhau. Wie gesagt, den Oberhau würde ich jetzt hier entweder das rechte Bein noch ein bisschen nach hinten ziehen oder einfach durchziehen. Ihr könnt aber von mir aus auch gerne laufen. Wie ihr das wollt. Das gebe ich euch eh gleich frei. Wir machen es noch ein paar Mal gemeinsam, relativ langsam. Oberhau, Sturzhau, Unterhau, Sturzhau als Durchwechseln mit Schritt dann. Ich ziehe kurz nach hinten. Dann Unterhau oder mal einen Sturzhau hinterher. Dann den Sturzhau von rechts, quer und ein Oberhau als Finishing Move. Das kann er auch, Thomas. Du kannst den letzten auch einfach vorbeiziehen. Ich finde es halt ganz lustig, weil du das so schnappen lassen. Deswegen finde ich das ganz hübsch, das gemeinsam machen. Aber Thomas hat recht. Ihr könnt den Kupplauf einfach hier lassen und den Oberhau einfach so vorbeiziehen. Ist mir gleich. Ich persönlich finde es einfach. Fühlt sich netter jetzt gerade an, aber das ist egal. Mir geht es um die Fußarbeit. Oberhau, Sturzhau, Unterhau. Durchwechseln, Sturzhau, Unterhau, Sturzhau. Sturzhau rechts, quer und Oberhau. Das finde ich gut. Genau. So, ich hoffe, die Kombi ist jetzt drin, weil jetzt habt ihr die letzten 4 Minuten die Chance, das möglichst viel abwechselnden Tempi zu tun und möglichst nicht mehr nachzudenken mit der Kombi. Ihr werdet sehen, dass ihr immer irgendwann intuitiv eine andere Fußarbeit aus Versehen sich bei euch einschleichen will. Aus Versehen ist eben nicht schlimm, folgt einfach diese, folgt der Intuition. Gerade bei den letzten Schritten, wo ich eh nur so grob Vorgaben gegeben habe, werdet ihr merken, dass ihr mal mehr Lust habt, vielleicht auch eure Körperbelastung, wenn ihr sich ein bisschen komischer fühlt, dann doch nochmal einen Schritt zu machen.
Und manchmal vielleicht auch nicht, weil ihr eh schon im Queenstich steht, folgt einfach dieser Intuition und eurem Körpergefühl. Weil darauf kommt es letztendlich beim Kampf voran. Und nicht auf eine vorgefertigte Fußarbeit. Also versucht das jetzt gerade schön im Fluss. Das merkt ihr gerade, wenn ihr diesen Schlupfsau als durchhängt. Ihr merkt, euer Körper will irgendwo hin, weil er halt durchfließt. Und folgt einfach diesem Fluss. Also versucht jetzt die Abgabe zu machen, und schön in einem Fluss-Move. Und dann werdet ihr merken, dass euer Körper euch irgendwo hinlenkt. Und solange ihr es gut anfühlt, folgt ihr diesem. Also, viel Spaß zu diesem Abschluss drin. Aber schön fließen lassen. Ich mache jetzt auch einfach mich. Und wenn man Schlag außerhalb der Choreografie in Anführungszeichen ist, dann ist das auch völlig egal. Dann ist das so. Guck dich rein. Okay, noch zwei Minuten. Hier kommt alles, das ist die Abschlussübung. Eine Minute. Und hier noch viermal. Thank you.
Noch zweimal. Und ein letztes Mal. So, dann schön, dass ihr gerade noch so verantworten könnt. Ihr seht, ich setze die Brille auf. Das heißt, das war's mit dem Trainingspart. Wenn ihr jetzt noch natürlich Fragen habt oder ähnliches, Anmerkungen, dann können wir das jetzt gern noch besprechen, regeln. Ah, Brille ist schmutzig vom Regen von vorhin. Super. Jetzt sehe ich euch wieder. Sehr gut. So. Okay, es gab ein paar Style-Tipps, die sind mir ziemlich egal. Aber Schmied Isegrim fragt, beim Kreuzschritt, beim schnellen Tempo. Genau. Ich glaube, du hast recht. Warte mal. Wenn ich schnell mache, mache ich auf jeden Fall irgendwie tendenziell, springe ich glaube ich noch mehr zur Seite, als ich eigentlich vorher vorhatte. Und schlage dann eigentlich sozusagen in der Bewegung mit dem linken Bein, kommt der Schlag dann eigentlich. Der rechte Fuß sozusagen kommt noch mit dem, wie schnell man glaube ich, mit dem Durchwechseln und in der Luft schlage ich dann, wenn ich es schnell mache. Ich versuche es mal zwei, dreimal zu machen. Ich glaube, du hast mit deiner Beobachtung tendenziell recht. Okay, Thomas, alles klar, hau rein. Auf bald. Ich hoffe, du alter Hase, konntest auch noch was lernen oder zumindest was wiederholen oder was auch immer. Genau. Sie ist auf jeden Fall mit dem Einhänder leichter als mit dem Langschwert. Ein Sturzhauer gibt es beim Langschwert auch nicht in der klassischen Lichternoch-Tradition, sondern kommt, glaube ich, sogar erst bei Meier vor. Also bei Meier gibt es ihn auf jeden Fall, daher kommt ja auch der Name. Langschwert bei Lichtenauer gibt es den Namen gar nicht. Da gibt es den Namen Sturzhorn nur bei Liegnitzer, beim Schwertbuckler. Und ja, mit dem Langschwert ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftiger als bei dem Einhänder, weil den kann man schöner, wenn er fliegt, kann ihn schöner einhängen lassen, sozusagen, finde ich. Also gerade von links ist es halt irgendwie extrem schön. Hast du recht, geht mir auch so. Du bist platt, Michael, das freut mich. Darum ging es. Genau, Thomas. Plan erkannt, genau. Hier ging es, wie gesagt, um die Fußarbeit. Ihr solltet euch einfach ermutigen, der Fußarbeit dann irgendwann zu folgen, die euch intuitiv irgendwie richtig erscheint. Das ist sozusagen, wenn man die Grundschule, die extrem wichtig ist, um überhaupt erstmal in die Bewegungsabläufe reinzukommen, sich irgendwann von dieser zu trennen, habe ich gemerkt, fällt manchen Leuten nicht so leicht, weil sie die einmal eingeschliffen haben, versuchen dann auch im Freikampf oder so oder beim freien Spiel immer diese richtige Fußarbeit zu machen und das ist manchmal aber genau eher hinderlich. Und deswegen war meine Ermutigung heute dazu, also meine Stunde dazu da, euch zu ermutigen, sich von der Fußarbeit, wenn ihr sie einmal richtig könnt, auch wieder ein bisschen zu lösen, damit das eben kein Dogma ist, sondern ja, ihr eurem Gefühl folgen müsst. Und gerade bei den kürzeren Wehren, wie auch Schwertbuckler oder Messer, ist die Fußarbeit auch nicht mehr ganz so so synchron zu welche Waffe, von welcher Seite ihr gerade Schlag gegangen, wie beim Langschwert oder bei der Stange, da ist es halt noch eher so, weil ihr den ganzen Körper reinbringen müsst, das ist bei den kürzeren Wehren nicht so der Fall, das wollte ich verdeutlichen. Das scheint ja ganz gut geklappt zu haben, sehr schön.
Okay, genau. Ich habe versucht, ein bisschen Cardio nach oben zu bringen heute. Sehr gut, dann hat ja alles geklappt, was mein Plan ist. Wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt sie einfach in den nächsten 2-3 Minuten. Ansonsten lasse ich den Chat noch ein bisschen laufen, dass ihr euch noch verabschieden könnt. Und ich freue mich. Danke fürs Lob. Sehr schön. Alle, die schon mal Tschüss sagen, dann Tschüss und gerne. Genau, Pizzarme wirst du auf jeden Fall morgen merken. Das ist bei Schwerpuckler gerade, wenn man es noch nicht so lange macht, auf jeden Fall der Plan. Okay, Johanna, dir auch. Ein Goodbye. Genau, deswegen gerade, wenn ihr sozusagen länger Schwerpuckler machen wollt, denkt daran, dass ihr diese Schulternpartien irgendwann so trainiert, dass es, also dass ihr die Handhaltung so trainiert, dass die Ellenbogen zusammenkommen, weil ihr dann auf einmal den oberen Rücken aktiviert. Und das ist für die Dauer auf jeden Fall besser und sogar für den Rücken gut. Ciao. Genau, Donnerstag ist klassisch Langschwert. Entweder Thorsten und ich oder einer von uns beiden, das ist noch nicht ganz klar, aber kriegen wir hin. Und ja, ich danke euch. Scheinbar keine Fragen, dann lasse ich es einfach noch ein paar Minuten laufen. Und gern geschehen. Thank you.
So, dann macht's gut.